Phänomene des Alltags. Ich stehe hier an der Schönhauser Allee, Ecke Wiesbierstraße, Bornholmer Straße. Und hier gegenüber ist folgende Beschilderung angebracht. Also einmal Pankow, Pankow und da drüben Wedding Tegel, Wedding Tegel. Und ich bin auf der Suche nach der Antwort, warum das wohl so ist. Und jetzt versuche ich mal jemanden zu fragen. Hallo, haben Sie einen Moment Zeit? Beim Verkehr blicke ich hier gar nicht mehr durch. Das ist Schwachsinn. Das ist ja Bürokratie, wie wir sie kennen. Vielleicht verbirgt sich dahinter irgendwas, was wir nicht wissen. Vielleicht war es ja der Weihnachtsmann. Ich stehe vor einem Rätsel. Wie immer Schildbürgerschrei und viel, viel Geld, was da flöten geht. Warum sie die Schilder erstmal auch überhaupt doppelt haben und warum sie eine Durchstriche haben, kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht funktionieren die Lampen in den alten Schildern nicht. Da haben sich bestimmt ganz schlaue Leute den Kopf gemacht darüber. Ich bin doch wieder da, weil die neu gemacht wurden. Weil eine Umleitung gibt. In die Richtung geht's dahin, das ist schon mal die gute Botschaft. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch von der Baustelle. Muss man mal die fragen, die für die Baustellen zuständig sind. Ja, ist schon so. Die bauen es da an. Weil wahrscheinlich nicht zwei Schilder in die gleiche Richtung weisen dürfen, muss das andere durchgestrichen sein. Ja. Aber sie haben einen speziellen Superkleber genommen und der lässt sich nicht mehr entfernen von den alten Teilen. Wahrscheinlich wollen sie sich den Strom sparen, weil die großen Dinger, die sind normalerweise abends beleuchtet. Schätze ich jetzt einfach mal. Die sind auch jetzt noch beleuchtet. Das kommt noch dazu. Das ist Berlin, ne? Ja. Hallo, ich stehe wieder hier an meiner Lieblingskreuzung. Ein halbes Jahr später. Und es hat sich was verändert. Nagelneue Schilder. Ich habe nämlich beim Bezirksamt angerufen. Ich rufe jetzt mal beim Bezirksamt an. Da sind so kleine Dachschilder dran, die sind viel zu klein. Ja. Und die alten innenbeleuchteten sind, denke ich mal, noch dran. Ne? Ganz genau. Gut, damit habe ich nichts zu tun. Also wenn ich das mache, dann werden die richtigen Größen bestellt. Und dann werden auch die innenbeleuchteten selbstverständlich abgebaut. Die sollen ja bloß ausgetauscht werden. Was man als kleines Lichtchen so alles verändern kann, als ganz kleines Lichtchen. Wenn die so eine neuen Schilder ranbauen, dann müssen sie auch die alten abbauen. Was ist denn das alles für eine Arbeit? Lichtlein. Ich habe da die Markierung schon ändern müssen, weil die zwar richtig nach Plan, aber im Prinzip so markiert haben, dass die immer von der rechten Spur in die Mittelspur hingefahren sind, voll zur Hälfte. Das war eine gefährliche Situation. Jetzt haben wir die Borde weiß angepinselt da, weil die immer dagegen fahren, weil das im Prinzip verkehrt gebaut ist, ja. Und alles so ein Zeug. Hier Unfallschwerpunkt und jetzt hat es schon wieder gekracht. Moment. Und die kleinen Schilder, was passiert dann mit denen? Die kommen dann einfach... Die kleinen Schilder, die kann sich jemand ins Büro stellen. Vielleicht braucht man nochmal so eine kleinen Schilder irgendwo mit denselben Aufschrift. Pankow ist ja nicht verkehrt. Ja. Und Wedding auch, das wird ja öfter gebraucht, ja. Ja, Tegel braucht man dann bald nicht mehr. Nee, Tegel mit dem Flugzeug braucht man nicht mehr, stimmt. Okay, ich danke Ihnen. Okay, schönen Tag, ja, gleichfalls. Tschüss.